Rudolf Richter wird gemeinhin mit der neuen Sachlichkeit und dem Berlin der 1920er Jahre in Verbindung gebracht. Er war ein Freund von George Grosz. Er nahm teil an der ersten Dada-Messe. Das heißt also typisch das, was man mit der Berliner Kunst verbindet. Aber Rudolf Richter ist völlig einseitig bewertet, wenn man ihn nur darauf reduziert. Sein Werk umfasst ja eine Phase als Student in Karlsruhe, wo er schon sehr viel experimentierte, sich der Avantgarde annäherte. Und in Berlin ist sein Werk auch weitaus reichhaltiger als nur die wenigen Jahre der neuen Sachlichkeit. Er experimentierte in späterer Phase mit vielen schon ansatzweise surrealen, allegorischen Darstellungen. Und dann, 1932, kam ein großer Bruch in seinem Leben. Er wechselt aus Berlin ins katholische Rottenburg zurück, wo er dann sich einer ganz klassischen Malerei verschrieb, altdeutsch, aber doch auch immer symbolisch belebt und zivilisationskritisch. Rudolf Richter weicht in vieler Hinsicht von der Norm ab, die man früher für einen Mann für gültig gehalten hatte. Das betrifft sofort seine Einstellung, aber auch seine Veranlagung. Er war sicherlich kein heterosexueller Mann und er hatte besondere Veranlagungen hinsichtlich Sadomasochismus, Gewaltfantasien und Schuhfetischismus. Das ist natürlich spektakulär für sich, aber das Spektakuläre verdeckt auch eigentlich die inhaltliche Begründung des Ganzen. Richter wusste schon sehr früh, dass er anders ist als andere. Er hat schon in frühester Jugend wahrgenommen, dass er immer so Gefühle anders verarbeitet, sich als Außenseiter gefühlt, Gewaltfantasien gehabt, in Wildwestspielen mit Spielkameraden und das setzt sich durch sein ganzes Leben fort. In der Studentenzeit, in der Karlsruher Akademie, hat er ja seine Rolle als Bohemian, da konnte er es zum ersten Mal ausleben, wo sich seinem Vorbild Oscar Wilde annäherte und sich so auch als einer Oscar Wilde von Karlsruhe verkleidete bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Er hat sich nie verleugnet, dass er anders war. Man würde ihn heute sicherlich nicht als Homosexuellen bezeichnen, aber vielleicht als queere Persönlichkeit. Und das ist auch das, was Richter besonders macht. Er hat oft dieselben Themen wie George Grosz gezeichnet, aber wenn Grosz eine Bordellszene zeichnet, dann zeigt er den verlogenen Bürger, das Spießbürgerweltbild, die schonungslos die Protestierten. Er ist der heterosexuell interessiert. Aber Richter zeigt sozusagen die fragwürdigen Geschlechterkonventionen, die hypertrophe Männlichkeit des Dritten Reiches und so, ist also eigentlich ein sehr moderner Blick. Also seine Meinungen mögen vielleicht angreifbar sein, konservativ-katholisch, aber sein Blick ist der eines sexuellen Außenseiters und das macht ihn so unglaublich originell, auch gegenüber Dix und Grosz.